Manch ein Kampf mutet an wie ein Streichquartett. Wie gut, dass Geralt der Taktgeber ist mit dem Greifenset und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher 3 Wild Hunt Part 152. Ja, warum erwähne ich das Greifenset am Anfang? Wir tragen doch das Katzenset endlich mal in seiner verbesserten Ausprägung vollständig, muss man dazu sagen. Jetzt haben wir auch die verbesserten Handschuhe, die verbesserten Hosen und das verbesserte Katzenstahlschwert endlich bekommen. Tja, trotz des Bugs, der uns beim letzten Mal heimsuchte, ne, und der verhinderte, dass wir diese Schemas finden. Ne, was heißt verhindert? Direkt verhindert hat das nicht. Aber sie wurden halt nicht markiert, ne, auf unserer Questkarte, sagen wir es mal so. Ja, naja, ist ja egal, Leute. Da musste ich halt ein bisschen improvisieren und das hat zum Glück ganz gut funktioniert. Ne? Das hat alles noch auch ins letzte Video mit hineingepasst und der Vollständigkeit halber, na, wollte ich das ja auch unbedingt fertigstellen. Und jetzt begeben wir uns auf die Suche nach den Verbesserungen für das Greifenset, ne? Deswegen diese Begrüßung. Und ja, da legen wir mal direkt los. Ne? Machen wir gar kein langes Federlesen, ne? Wenn es schon um das Greifenset geht. Quests, genau. Wählen wir die mal direkt. Ja, so viele sind es nicht mehr. Also, das hält sich in Grenzen. Also, das werde ich zum Schluss machen mit der Stufe 34. Also, ich fange direkt mal mit Teil 1 an. Ne? Folgen wir mal der Reihenfolge. Schemas zur Verbesserung der Greifenschulenausrüstung. Wir haben ja erstmal das Greifenset in seiner ersten Ausprägung. Ich habe es auch noch irgendwo hinterlegt, ne, in einer Truhe. Und insofern kann es mich nicht belasten und aber auch nicht abhanden kommen. Naja, Leute, gut, jetzt muss ich mal, genau, vielleicht nochmal auf die Weltkarte einen Blick riskieren. Dann wissen wir auch, wo wir überhaupt hin müssen. Ach, direkt in der Nähe, wie es ausschaut. Ja, aha, das ist auch mal sinnvoll gesetzt hier. Das ist doch schon mal der nächste Punkt. Der andere ist direkt darunter. Nur sehe ich nicht. Also auf der Minimap hier sehe ich, ach, da. Ja, ach, direkt daneben, bei den verbrannten Ruinen, ja, auch da waren wir schon. Da haben wir das nicht gefunden, das ist seltsam. Und hier sind auch noch jede Menge nicht erkundeter Orte, das ist natürlich cool. Oder auch nicht cool, denn ja, in der Nähe haben wir dann auch keinen Wegmarkierung, keinen Wegweiser. Nehmen wir den hier, ne? Achso, ich muss erstmal, okay. Na gut, dann schneide ich mal an der Stelle und begebe mich dorthin, Leute. Bis gleich. So, Leute, herzlich willkommen zurück. Hier soll sich nun eine Verbesserung der Greifenschulenausrüstung befinden, an diesen Ruinen. Aber da fliegt noch irgendwas, was mich so ein bisschen stört. Ja, ein Gabelschwanz. War ja irgendwie klar. Wir müssen das mal runterholen hier. Ja, kommt schon. Super. Boah, so geht's schneller. Was soll ich? Mir leid, Junge. Ah, ein paar Vettern von dir, ich auch schon von mir geholt. Oh. Ah, übrigens ist dieses kein Gift, was die hier an. Oder wodurch die Lebensenergie verlieren, die Gegner. Oh, das war er schon. Und das ist scheinbar von dem Schwert der Blutungsschaden. Ah, ist ja auch naheliegend, dass ein Katzenschulenset Blutungsschaden macht. Denn Katzen haben ja bisweilen ganz schön scharfe Krallen. Also insofern macht das Sinn. So. Quatsch. Muss ich mal die Hexersinn auswählen. Der muss ja hier auch ein Zeichen. War da immer ein Zeichen bei den Greifenset-Gegenständen? Ja, war auch. Sieht aber ja noch ein Katzen. Na, ist ich egal. Sollte mich ein wenig umsehen. So ähnlich auf jeden Fall. Ja, okay. Ein Greif hat anscheinend Ohren. Scheinbar derselbe Zeichner, ne? Der das Greifen oder das Zeichen für das Greifenschulenset angebracht hat. Nanu. Aber wie kann das sein? Der muss doch auch Mitglied der Greifenschule gewesen sein, ne? Und nicht der Katzenschule. Der kann doch nicht überall gleichzeitig dabei gewesen sein. Ach, hier ist es doch. Würde ich mal sagen. Na, von welcher Rüstung? Verbesserte Greifenstiefel. Oh, das ist doch schon mal was. Okay. Ja. Naja, gut. Okay, also das war jetzt nicht sonderlich viel. Immerhin die Stiefel. Aber diesmal werde ich auch aufpassen, dass ich alles mitnehme. Also Stiefel können wir schon mal abhaken. So, dann geht es weiter. Ich glaube, das ist hier direkt in der Nähe. Ich gehe nochmal auf die Karte. Das war ja unweit hier von dem Gebiet. Und wir steigen auch bald wieder auf. Das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, dann kann ich auch die Verbesserung der... Ach ja, das war ja hier genau in der Nähe
eines Wegpunktes, eines Wegweisers, wie auch immer. Okay. Wie gut, dass jetzt hier in der Nähe keinerlei Wegweiser sind, aber vielleicht sehen wir ja welche unterwegs. Naja, auf jeden Fall werde ich an der Stelle schneiden, Leute. Für euch dauert das nur einen Katzensprung oder einen Steinwurf entfernt. So. Naja, bis gleich, Leute. So, Leute, hallo und herzlich willkommen zurück. Wer hätte es gedacht, hier ist wieder eine Ruine und auch hier soll sich ein Teil des Schemas von dem Greifenschulenset befinden. Mal sehen, was es diesmal für ein Schema ist. Oder von welcher Verbesserung diesmal die Rede ist, vor allen Dingen. Aber zunächst müssen wir... hier wird ja durch die kleine Lupe das angezeigt, dass hier das Greifenschulenzeichen ist. Ja, so ein bisschen, ne? okay. Aha, oh, nee, das ist nur so ein... Sieht nach Regen aus. Ja. Allerdings. Huch, nee, das wollte ich nicht. Nochmal absteigen. Vielleicht ist es auch in der Höhle, dass es ein bisschen tiefer gelegen ist. Oder, nee. Oder hier. Hoffentlich war die Truhe feuerfest. Nicht, dass das Schema verbrannt ist. Nein. War eigentlich bisher nie der Fall. Also wir haben immer alles gefunden. Ah, dahinter. Das ist ja gut versteckt auf jeden Fall. Cool. Verbesserte Greifenhose. Also Stiefel haben wir, die Hose haben wir. Das sieht ja schon mal gut aus, wo man die Handschuhe... Okay, Teil 1 haben wir soweit geschafft. Und hier ist der Wegweiser, der uns dann hoffentlich zu dem nächsten Standort bringt. In des nächsten Schemas zum Greifenschulen-Set. Schatz suchen, genau. Ja, nehmen wir erstmal Stufe 18 in Angriff, bevor wir uns der Stufe 34 widmen. Das ist ein Riesensprung eigentlich, ne? Also von Stufe 18 zu 34 müssen. Heftig, wie ich finde. So, fangen wir mit Nummer 1 an. Ah, mal sehen, was am nächsten ist. Davon mache ich es mal abhängig. Weltkarte. Ja. Naja, das nimmt sich jetzt alles nicht viel. Muss ich mal sagen. Obwohl, das wäre am nächsten hier. Das auch. Ja, ja, ja. Ich gehe da zuerst hin. Ne? Erstmal gen Süden. Jenseits der Reuseninsel. Wunderbar. Da werden wir uns jetzt aufmachen. So, müssen wir uns jetzt mal markieren. Auswählen. So, ist das jetzt gen Süden? Ne, das ist das andere. Dann war doch das letzte das Richtige. Also hat er das doch richtig ausgewählt gehabt, oder? Oh Gott. Oh, da ist... Das ist schon Stufe? Nee, wollte erstmal 18 machen. Ach so, das gehört zusammen. Hm, verstehe. Ich mache erstmal die leichteren, in Anführungsstrichen. Und ja, da muss ich doch die ersten beiden in Angriff nehmen. Alles klar, Leute. Also denn, bis gleich bei dem nächsten Standort eines Reifenschulen-Set-Schemas. So, Leute, ja, ich bin hier direkt von Oxenford einfach mal rüber geschwommen. Und ja, hier soll das nächste Schema sein. Oh oh. Da ist jemand, der das verhindern will, wie es aussieht. Aber erst müssen wir sowieso. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Zeichen ansehen, ja. Das hört sich nach Trollen an oder irgendwas Größerem. Ja, Trolle natürlich. Einer von mir ist die Frage. Ach, mit dem können wir reden. Naja, dann machen wir das mal. Du, Menschling, hier redanisches Armeelager. Kein Durchgang, kein Boot klauen. Okay. Redanisches Lager? Wo versteckst du das denn? Siehst du nicht? Ich komme zur Armee von König Raluwit. Befehl, Boote bewachen. Die Boote sind ziemlich hinüber. Ich Boote bewachen, sagen Redania. Aber kein Holz für Zaun. Nur Boote, ja. Drum Zaun aus Booten. Ich mach Boote bewachen, Boote. Das macht Sinn. Wer hat dich rekrutiert? Warum bist du zur Armee gegangen? Hat dich jemand rekrutiert? Krut? Kein Krut. Gute Soldaten kommen. Häuptling sagt Boote bewachen. Sonst kommen Bauern und nehmen Bauernboote.
Komisch. Verstehe nicht. Ich schon, glaube ich. Die Redanier haben Boote von Bauern beschlagnahmt und damit gerechnet, dass die Bauern sie zurückholen. Was ist dann passiert? Häuptling geht. Soldaten trinken und singen, viel singen. Troll hört zu. Bumm, kommen Bauern mit spitzen Stöcken. Troll will helfen, rennt los, ruft zu Bauern und Soldaten, zieht sie auseinander mit Vorsicht, aber alle fallen um, auch Soldaten. Aber trotzdem Boote bewachen. Und ich bewache, ich Soldat. Und ich singe. Oh nein, für bitte dich nicht. Auch? Nein, danke. Ich hab dich vorhin schon gehört. Aber wo sind denn die Leichen? Ich sehe gar keine. Troll hungrig. Wozu wegwerfen? Bauern sehr gut. Soldatenfreunde nicht so gut. Trotzdem große Suppe immer gut. Die alle verspeist, na wunderbar, verstehe, Kriegszeiten eben. Ich verstehe schon, so ist das im Krieg. Du auch Soldat? Nein. Troll macht Soldat, Trollhäuptling sagt, bring Farbe, du bringst Farbe. Farbe? Was meinst du? Farbe, Farbe, bunte Farbe, rote Farbe, weiße Farbe in der Stadt. Geh, ich bewache Boote. Ui, okay, wieder eine Quest. Gut, ich bring Farbe. Gut, ich treib etwas Farbe für dich auf. Du gut, Redania Armee vergisst nicht. Wenn der wüsste, was die Armee von ihm hält, ihre Daniel, ne? Also die meisten zumindest, ne? Nicht alle, wie wir ja bereits bemerkt haben. Aber hier haben wir die verbesserte Greifenrüstung. Sehr geil. Oh, nur noch die Handschuhe. Ne? Sehr cool. Ja, okay, da war auch ein Wegweiser. Alles klar, Leute. Ja, die Quest mache ich jetzt erstmal nicht, wie gesagt. Das mache ich dann alles beim nächsten Mal, so ich denn es diesmal schaffe, alle Bestandteile zusammenzubekommen. Ne? Diese ganzen Schematas. Ja, naja, egal. Auf jeden Fall mache ich erstmal hier weiter. Bis gleich, Leute. So, Leute, herzlich willkommen zurück. Hier ist plötzlich eine Höhle. Ich zeige es euch nochmal genau, wo die ist. Also jetzt hat sich erstmal so noch einiges freigeschaltet und manifestiert hier. In der Nähe der alten Eiche oder noch ein bisschen weiter südöstlich gelegen. So, okay. Das Zeichen. Ah, okay, okay. Hier ist auch eine Schleifspur, wie es aussieht. Aber erstmal das Zeichen ansehen. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Vielleicht ist es hier auch wieder mit einer Quest verbunden. Hier ist was Schweres lang. Ah, vermisste Patrouille, okay. Oh, oh. Ein Ghoul-Nest. Oh, fuck. Das ist gar nicht gut. Sorry für meine Ausdrucksweise, aber ja. Wahrscheinlich kriegen wir es jetzt mit stärkeren Gegnern zu tun. Aber da ist schon die Truhe, Leute. Ich hoffe mal. Ja, verbessertes Greifen Silberschwert. Wunderbar. Alles klar, das wär's schon. Schnell wieder raus. Ich glaube, das habe ich auch schon gemacht, weil hier ist ja nichts weiter, ne? Aber ich bin ihm jetzt auch nicht weiter nachgegangen. Okay, möchte ich jetzt erstmal auch nicht, wie gesagt. Das machen wir dann alles beim nächsten Mal. Also das heißt alles. Da werde ich dann so die besten Quests so heraussuchen, so die, naja, auch relativ viele Erfahrungspunkte bringen natürlich. Damit wir noch ein paar Level für das Endgame gewinnen können, ne? Also Leute, bis gleich denn beim nächsten Standort. So Leute, herzlich willkommen. Hier ist schon der nächste Standort. Ein bewachter Schatz. Ja, das kann nur ein weiterer Gegenstand sein. Ja, die sind Stufe 18 hier. Deswegen brauchen wir hier natürlich auch Stufe 18. Keine Frage. Die sind nicht ohne, diese Erscheinung. Ach, das ist eine Nacht. Ach Gott, nee. Okay. Das ist eine Nachterscheinung. Wunderprächtig.
Magische Falle brauche ich dafür, ja. Sonst kann ich gegen die gar keinen Schaden anrichten. Oh Gott, selbst jetzt ist es nicht gerade üppig, was ich an Schaden mache. Cool, es geht. Das ist okay. Das ist okay. Und dank des Katzensets laden sich auch meine Zeichen wieder relativ schnell auf. Wow, das war das Vieh schon. Krass. Okay. Also Leute, die neue Ausrüstung bringt es wirklich. Also mein Katzenset, lebe hoch. Ist ja Hammer. Hier ist ein Friedhof und es brennt auf dem. Also der wurde anscheinend geschändet. Wie schändlich. Wer macht denn sowas? Na, jetzt müssen wir nur noch... Ach, und malt hier irgendwelche Zeichen hin in Form von Greifen. Aua. Ja, hier irgendwo. Warum muss das auch mit inmitten dieser Flammen sein, dieses Zeichen? Das rutsche ich hier hin und her. Ja, die Steuerung, Mann. Manchmal, ne? Also das ist so eine Sache. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Wahrscheinlich da drin. Na, weiß ich schon, welches Zeichen ich wirken muss, ne? Art war das, genau. Verwechsel immer Art und Axi. Und da ist es. Verbesserte Greifenhandschuhe, genau. Okay, dann fehlt uns ja eigentlich nur noch... Moment. Quest abgeschlossen. Hier, uns fehlt aber noch was. Das Stahlschwert, ne? Die Verbesserung für das Greifen. Stahlschwert. Aber das müssten wir noch bekommen. Na, das ist denn, da, wo die Anforderungen Level 34 sind. Also der Standort dort. Mit wahrscheinlich einem sehr großen Monster. Naja, Leute, egal. Dann sehen wir uns gleich dort wieder, sag ich mal. Ne? Mal sehen, wie lange ich überleben werde. Also gegen... Level 18 Erscheinung, da können wir uns sehr gut zu Wehr setzen, also das kann man nicht anders sagen. Aber wie es mit einem Level 34 Monster aussieht, naja, egal, ich versuch's einfach mal, ne? Wir haben es ja schon mal gepackt. Also denn, bis gleich, Leute. So, Leute, herzlich willkommen zurück. Abermals ist hier eine Ruine, aber diesmal befinden wir uns auf Skellige. Ja, in der Nähe des Ortes von Hala. Genau. Naja, erstmal müssen wir uns wieder... Ups. Müssen wir wieder das Zeichen finden. Das Greifenschulenzeichen. Was ist es denn? Ein bisschen was von Ostereiersuche hier. Eieiei. Hier nicht. Irgendwie müsste wieder die Lupe auftauchen. Ah, das ist ziemlich gut versteckt. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Genau. Lass mich raten. Das ist bestimmt in den Turm da. Vielleicht. Ja. Richtig geraten. Meisterlich gefertigtes Greifensilberschwert. Okay, vielleicht haben wir ja ein verbessertes Stahlschwert schon mal gefunden, weil ich habe mich ja, ihr erinnert euch vielleicht dunkel, oder ja, ich selber erinnere mich nur dunkel daran, habe ich danach ja schon mal gesucht nach dem Greifenset und ich habe es mir infolgedessen auch zusammengestellt. Oder sieht nach einem versteckten Schatz aus hier. Aber halt nur die erste Ausbaustufe, ne? Also die Verbesserung noch nicht. Tabakspfeife nehme ich auch glatt mit. Oh Mann, Brot brauchen wir doch. Ah, das können wir alles ein bisschen gebrauchen hier. Jo, und eine Rune wieder. Naja, Leute, dann würde ich mal sagen, begebe ich mich gleich direkt zu dem nächsten Standort. Also das war noch relativ easy. Wurde den Empfehlungen, den Level-Empfehlungen von 34 noch nicht gerecht. Also, aber das kommt noch. Versprochen, definitiv. Also da lauert noch ein Riese oder dergleichen auf uns. Bin ich mir ziemlich sicher. Oder ein Drache oder irgendwie sowas in der Art wird dann noch auf uns zukommen. Also bis gleich, Leute. So, Leute, herzlich willkommen zurück. Ich musste mich hier erstmal sämtliche Indriagen entledigen. Und jetzt können wir hier in Ruhe... Ah, hier ist schon das Greifenschulenzeichen. Ich sollte mich ein wenig sollten bei uns. Ach du Scheiße, das ist ein Zyklop. Und der scheint Level 34 zu sein, wahrscheinlich. Der wird der Stufenempfehlung gerecht. Ich sollte mal einfach mal ein bisschen meditieren. Kann ja nicht schaden, so Heiltränke zu haben. Der Vollständigkeit halber bei einem Zyklopen. Eieiei. Ich will direkt einen zu mir nehmen. Ja, am besten alle. Aber ich sollte mal abwarten, bis die dann ihre vollständige Wirkung endlich entfaltet haben. Ne? Denn die geht ja so overtime. Die Heilung. Das ist Schwachsinn, mehrere Heiltränke hintereinander einzuwerfen. Weil ich glaube, das addiert sich nicht denn. Ne? Also,
Es fängt dann eher wieder von vorne an mit dem Heilungsprozess. So, noch ein und dann meditiere ich noch einmal und dann begebe ich mich in den Kampf und hoffe mal, da irgendeine Sonne sehen zu können. Ich meine, wenn dann nur mit dieser Ausrüstung der Katzenausrüstung, die ist wirklich genial, muss man echt mal lassen. Oh je. Wo hat er den Doppel ausgerüstet? Die nutzt mir hier gar nichts. Eigentlich hatte ich den Schild aktiviert. Ich glaube, der kann uns hier auch hinunterwerfen. Von der Klippe. Das ist gar nicht gut. Und wir wissen ja von anderen Zyklopen, dass diese Rage Attack benutzen. Genau. Und auch gerne mal springen. Ich glaube, das kann uns instant killen. Boah. Ich glaube, die Attacke auch. Oh oh. Rage Attack. Oh, spring noch. Okay. Nee, macht er jetzt nicht. Ja, ich hau mir einfach mal das Ogroidenöl rauf. Zyklopenöl haben wir leider noch nicht. Falls es sowas gibt, ich weiß es natürlich nicht. Oh, der Schild hat sich... Ja? Okay, er hat sich nur mal gedreht kurz. Alles klar, Leute. Bis gleich. Ich glaube, das könnte ein langwierigeres Tänzchen werden mit dem Zyklopen. Und auf ein neues, Leute. Ja, da haben wir ihm ganz ordentlichen Schaden beigebracht. Oh Gott. Wir uns auch, wenn wir nicht aufpassen, aber das Zeichen lädt sich relativ schnell wieder auf. Das heißt... Ah doch, also wir machen ultimativen Schaden gegen den. Wenn er nur nicht gegen uns auch den ultimativen Schaden machen würde. Eieieiei. Ausüben würde, besser gesagt. Hört sich besser an. Zum Beispiel ein Hilfswort. Hilfsverb. Wenn man gar nicht mehr weiter weiß. Oh, jetzt ordentlich ab. Wow, ich glaube, die sind extrem empfindlich gegen meine Schwerter, ne? Gegen die Katzenschulen-Set-Schwerter. Katzenschwerter reicht, glaube ich, wenn man das sagt. Oh, schnell weg, aber der kann uns sofort killen, ne? Habt ihr ja gesehen. Okay. Ah, so sollte ich es angehen, ja. Ich glaube, das bringt's immer mal wieder so Guerilla-mäßig vorschnellen und dann wieder in Sicherheit bringen. Das ist hier die ultimative Methode gegen die. Oder gegen diesen Zyklopen speziell. Im Speziellen, denn ja, ist ja bisher nur mit seinen leichten Vettern zu tun. Ah ja, oh ja, Baby. Sehr schön. Du nimmst ordentlich Schaden. Blutung ist das hier, oder? Ah, ich glaube, die löse Blutungsschaden aus. Aber dann schnell weg, schnell weg, schnell in Sicherheit bringen. Ein Angriff reicht schon und wir sind hinüber. Und eine kritische Attacke, komm. Das müsste doch gewesen sein gleich. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Super, ich weiß jetzt nicht, wie viele Erfahrungspunkte das uns jetzt letztlich gebracht hat. Jeden Fall ein Zyklopenauge, sehr nett, aber sonst direkt keine weitere Trophäe. Na, ich glaube hier irgendwo, es ist ja immerhin als bewachter Schatz deklariert worden. Okay, ist wohl noch weiter hier. Nö, noch sehe ich hier nichts. Können wir hier irgendwas wegsprengen oder so? Scheint umschreien zu sein oder so. Okay, kann man es hier irgendwo fallen lassen? Durch die Decke? Weil hier ist ja nichts weiter, ne? Zumindest sieht es nicht danach aus. Da ist ein Schrein, der ist oberhalb. Aber hier soll irgendwo ein Schatz sein. Hm. Vielleicht nehmen wir mal... Tja, müssen wir uns doch hier nochmal umsehen. Ist hier außerhalb der Höhle. Moment. Nee. Ich glaube, ich muss klettern. Also sieht danach aus, Leute. Aber nee, hier kann man nicht wirklich klettern. Und da sind schon wieder neue Harpien. Ey, kann denn das die Möglichkeit sein? Vielleicht müssen wir uns hier doch irgendwo durchsprengen, glaube ich. Oh Gott. Weil hier ist ja nichts. Hier ist ja gar nichts.
Oder kann man hier irgendwo hochklettern? Ich meine, gut, Geralt ist nicht wirklich für seine Fassadenkletterkünste bekannt. Oder ist hier ein Schalter irgendwo? Was sehe ich denn hier nicht, Leute? Tja, Leute, dann würde ich mal sagen, schalte ich euch einfach wieder dazu, wenn ich hier irgendwas... Ach, Moment, hier. Das ist ja immer so schön markiert hier, ne? Aber ich glaube, da komme ich nicht so wirklich hoch. Doch, kommen wir. Ja, alles klar. Es geht auf jeden Fall nach oben. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ein Ort der Macht, ja, und dann hoffentlich auch das nächste Schema. Ja, das sieht gut aus. Zwei Schatzkisten. Na, also... Ja, meisterlich gefertigte Oh Gott. Oh ja. Alles klar, Leute. Na denn. Sehen wir uns sogleich bei dem nächsten Rüstungsbestandteil wieder. Ich hoffe, meinen wird es ein bisschen leichter. Aber naja, es ging ja eigentlich, ne? Es war okay dafür, dass er mich instant zunächst gekillt hatte beim ersten Versuch. Naja, aber ansonsten bin ich ja schon lange nicht mehr gestorben, ne? Also es wurde mal wieder Zeit, ne? Nicht wirklich, aber naja. Manchmal lässt es sich halt einfach nicht vermeiden. Schon gar nicht bei Todesmarsch. Also denn, bis gleich beim nächsten Schema. So Leute, herzlich willkommen. Hier sind wir in einem weiteren Schema zur Verbesserung unserer Greifenschulenausrüstung auf der Spur. Hier müsste das Zeichen sein. Wenn mich denn die Markierung nicht im Stich gelassen hat. Ja, hier, seht's mal. Da. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Da haben wir es ja, das Zeichen. Ja, ich denke auch. Nach einem übergroßen Gegner sieht es diesmal nicht aus. Oh, das wäre lustig, wenn es hier drin wäre. Nein, das sind ja meistens doch etwas hochwertigere Kisten, in denen sich... Ah, sammeln wir erstmal alles ein hier. So, okay. Ich glaube, ich muss da hochsteigen. Da ist auch noch was. Okay, nee, hier. Ich denke mal, hier wird das sein. Ich sammle trotzdem mal alles ein. Ne? Manchmal sind ja irgendwelche besonderen Schemas oder noch dabei für irgendwelche Tränke oder so. Wenn man ein Glück hat. Ist bestimmt da drin, irgendwie in einem Turm. Aber ich wüsste jetzt noch nicht, wie ich da reinkäme. Ich versuche es mal von der Seite aus. Nö, hier sieht es nicht danach aus. Okay. Das war ein Trugschluss. muss doch weiter unten sein, oder? So, Leute, herzlich willkommen zurück. Ja, ich bin ein kleiner Blindfisch, ne? Hier ist es natürlich. Meisterlich gefertigtes Greifenstahlschwert. Da haben wir es. Also richtig gute Ausrüstung, muss man mal sagen. Und, oh ja, das sieht so aus, als hätten wir es auch damit geschafft. Und ja, natürlich... Wie auch bei den anderen Rüstungen werde ich euch auch diese präsentieren. Ne? Also bis gleich, Leute, zur Modenschau. Achso, ja, ich wollte euch noch zeigen, wo das jetzt eigentlich war. Das war immer noch auf Skellige, in der Nähe von Boxholm. Das ist die Hauptinsel auf jeden Fall. Ja, ne? So ziemlich zentral gelegen an den Bergen hier. Ne? Diesen, jo. Alles klar, Leute. Na denn, bis gleich. Tja Leute, hallo und herzlich willkommen zurück. Was soll ich sagen? Tja, anscheinend hat uns derselbe Bug, der uns schon bei dem Katzenset heimgesucht hat, hier auch wieder Probleme bereitet. Denn das Greifenset in seiner überlegenen Form, also das Schema für die überlegenen Greifenset-Bestandteile, sagen wir es mal so, habe ich nicht gefunden. Tja, deswegen musste ich mal wieder meine Quelle bemühen und ihr habt es ja gesehen, am südlichsten Zipfel der Hauptinsel von Skellige werden wir fündig in einer Höhle. Da finden wir zunächst das Greifensilberschwert. Ich bin mir jetzt nicht sicher, das überlegene Greifensilberschwert-Schema. Na, Moment. Ja, hier habe ich mich nochmal näher umgesehen, weil die sah ganz interessant aus, die Höhle. Noch ein paar Pilze mitgenommen, ne? Logisch. Was wäre der Hexer ohne seine Pilze? Nur halb so viel wert, glaube ich. Ja, und da ist auch schon die vielsagende Truhe. Und das überlegene Greifensilberschwert ist unsers. So, Leute, na denn, mache ich direkt weiter mit dem nächsten Standort. Bis gleich. Tja, auch diesmal verschlägt es uns auf die Hauptinsel von Skellige. Und zwar nördlich.
an dem C des Riesen, ne? Oder Zehen des Riesen. Da sind zunächst ein paar kleinere Piraten. Die haben gerade mal Stufe 12 und machen uns deswegen weniger Probleme. Aber wenn man sich jetzt noch ein kleines Stückchen weiter gen Norden bewegt, dann trifft man irgendwann auf diese Stufe 24 Banditen, die irgendwas zu verbergen scheinen. Ja, aber auch mit denen habe ich relativ schnell kurzen Prozess gemacht und mich ihrer entledigt. Ja, der Schildträger ist natürlich naturgemäß immer ein bisschen schwieriger zu bekämpfen, weil der mit seinem Schild unsere Schwertstreiche abblockt, relativ gekonnt, aber wenn man ihn denn pariert, ist das alles nur noch halb so wild. Ja, wir hatten ganz wertvolle Gegenstände noch dabei, immerhin Leinen, ne? Ist relativ teuer, soweit ich weiß. Ja, hier habe ich mich dann noch näher umgesehen, aber in erster Linie geht es uns ja um das Schema und deswegen bin ich dann relativ auf direktem Wege dorthin, ne? Ja, und da ist das komplette überlegene Rüstungsset. Okay, Leute, dann geht's sogleich weiter mit dem überlegenen Greifen Stahlschwert. Und vom nördlichsten Zipfel der Hauptinsel von Skellige geht es noch weiter gen Norden zu einer kleinen Nebeninsel, wenn man so möchte. Ja, ungefähr dort soll es sein. Das nächste Schema. Ja, hier waren auch ein paar Piraten wieder mal, ne? Also zwei oder drei. Stufe 24 hatten die, aber ja, derer habe ich mich hier relativ schnell auch entledigt. Und dann ist hier so ein Grabstein-ähnlicher Monolith. Und dahinter befindet sich das Schema des überlegenen Greifenstahlschwertes. Und diesmal versprochen präsentiere ich euch direkt hier im Anschluss die normale Form der Greifen-Set-Schulenrüstung. Und die verbesserte Form. Ne? Bis gleich, Leute. So, Leute. Hallo, herzlich willkommen zurück. Ja, zunächst möchte ich euch einmal die normale Greifenschulenausrüstung zeigen. Zum einen wäre da die Rüstung, Handschuhe, Hose und ja, der Brustpanzer quasi. Aber die Schwerter habe ich schon so ein bisschen aufgerüstet. Ne? Da haben wir das Stahlschwert und das Greifen. Silberschwert in seiner verbesserten Form. Ja, naja, sehen jetzt auch nicht sonderlich auffällig aus. Sehen fast aus wie dieses Katzenschwert, aber lasst es euch versichert sein, es ist das Greifenschwert. Ja, hier nochmal. Genau, verbessertes Greifen, Silberschwert, ne, und das verbesserte Greifen, Stahlschwert. Sind auch nicht schlecht, aber ja, das Katzenschwert ist immer noch besser. Ne? Also von daher werde ich das nach wie vor nutzen. Erstmal zunächst, ne? Bis denn eine weitere Verbesserung für mich tragbar ist. Sagen wir es mal so. Ja, ne? Das ist das Stahlschwert jetzt. Sieht jetzt nicht sonderlich auffällig aus, aber auch nicht schlecht. Ne? Also sind ganz coole Schwerter und die Rüstung. Naja, gut, die ist Geschmackssache, sage ich mal. Da gefällt mir die Katzenrüstung fast noch ein bisschen mehr in seiner verbesserten Form. Ne? So, und jetzt verbessere ich noch die Rüstung und dann sehen wir uns gleich wieder hier an der Stelle. So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, jetzt habe ich endlich das verbesserte Greifenset vollständig. Genau. Tja, ich könnte noch das Meisterliche oder das Überlegene herstellen zunächst natürlich, ne? Aber ja, das kann ich noch nicht tragen und deswegen verzichte ich zunächst darauf. Aber im Laufe meines Spielverlaufs, denke ich mal, werdet ihr die anderen auch noch zu Gesicht bekommen. Mir ging es ja in erster Linie um die Standorte, wo man überhaupt die Schematas dafür findet. Ne? Also denn Leute, falls euch dieses Video auch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Und ansonsten sehen wir uns dann in einer der nächsten Folgen hoffentlich wieder. Also bleibt mir gewogen. Bye bye, ciao ciao, euer Chuck. Bis demnächst.